So, und dabei Zölle und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rodue. Oh nein, eine große Welle, Backbord. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen die Ortschaften hier unsicher gemacht oder sicher, je nachdem. Und ich würde mal sagen, wir fahren damit fort, aber erstmal durch die Welle. Wow. Mensch, gut, dass wir das überstanden haben. Und gut, dass ich direkt quer gehe in die nächste Welle. Bin halt klug, habe ich gehört. Na gut, wir gehen weiter zum nächsten Örtchen. Wie heißt denn der Puff? Warte, hier steht. Ach da. Port Aux Basques. Ja, da spricht man so aus. Ich bin Professor in Französisch. Ja. Das ist ein Fach, das existiert. Und hier ist Metall. Oh fuck, wir müssen, glaube ich, erstmal das Metall hier besorgen. Tut mir unheimlich leid. Aber Papa braucht einen neuen Rammsporn. Vielleicht drei mehr. Vielleicht benutzen wir das dann auch mal im Kampf. Wäre ja direkt lustig, oder? So, was willst du hier, du Pissnacke? Auch ein bisschen versenkt werden. Ja, das war nicht so spannend, aber die hat Steine dabei. Was für ein Ding? Gay Tower? Verstehe ich nicht. Ich spreche diese Sprache nicht. Dann machen wir das mal eben hier. Hallöchen. Kuckuck. Ja, ist eine Kanone, ne? Habt ihr noch nicht gesehen, oder? Diese neue Erfindung namens Kanone. Ich hoffe, es gibt ein Assassin's Creed irgendwann, wo man einfach ein Zeitreisender ist. Dann ist man einfach so, keine Ahnung, Terminator-Style, ja, 2200, whatever. Hat den fortschrittlichsten Shit ever dabei. Selbst aufladende Laserwaffen hast du nicht gesehen. Und reist dann irgendwie ins Mittelalter zurück oder irgendwie sowas und macht dann irgendwas ganz Tolles da. Das wäre doch mal geil, oder? Ja. Da ist man der übelste Obermotherfucker und kann dann irgendwie gefühlt das Schicksal der Erde ändern. Oder vielleicht nicht. Vielleicht nicht unbedingt ein Zeitreisender, weil wegen Zeitparadoxum und dann. Keine Ahnung, wenn man selbst einen Schmetterling tötet, dann erinnert man ja die Zukunft. Halt doch mal die Fresse! Und, keine Ahnung, vielleicht ist man einfach ein Außerirdischer, der irgendwie im Mittelalter landet und dann, ne? Wäre lustig. Vielleicht doch nicht, man weiß es nicht. Ubisoft wird es bestimmt eh verkacken. Oh, vielleicht wäre es lustig. Mal gucken. Wow, alle getötet. Krass, wow. Kann nicht ins Wasser springen, schade. Ja. Cool, dass sie alle so schön da rumsteht. Oh, ein Besatzungsmitglied sogar, krass. Das nehme ich doch gerne. Ist hoffentlich kein Verräter. Wäre echt blöd für mich. Na gut, auf nach Pordu, was auch immer. So, da wären wir. Vielleicht erzählt mir einer von den Herrschaften, wie der Ort wirklich heißt. Oder auch nicht. Nicht? Na gut, dann halt nicht. Manchmal erzählt ja irgendwie einer von den Leuten hier von wegen, hey, das ist XYZ. Und da könnte man ja vielleicht gucken, wie das ausgesprochen wird. Und, dann halt nicht. Ist mir auch egal. Anker runter? Nee, Anker hoch. So ein Protzmörser hier einfach stehen, ey. Okay, was haben wir hier Schönes? Truhen, Sammelobjekte und ein Missionsgegenstand. Oh Junge, ich hoffe, es ist wieder ein Wikinger-Schwert. Ach nee, er ist schon wieder. Der Franzose, der sein Maul nicht halten kann, ey. Wahrscheinlich gleich mehrere von denen. Oh, das wird aber. Oh, dass ich da vorbeilaufen durfte, ey, das ist schon. Hui. Das hat den Mapmaker oder was auch immer bestimmt ziemlich viele schlaflose Nächte gekostet, dass man das kann. Bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass man das kann. Er steht da hinten so hässlich rum, na, geht der vielleicht auch wieder? Keine Ahnung. Kuckuck, ich möchte mal kurz hier meinen Schlüssel in das unsichtbare Schloss stecken. Was, du Buschblüht? Ich bin kein Buschblüher. Du bist ein Buschblüher. Deine Mutter ist ein Buschblüher. Es liegt bei euch bestimmt in der Familie, Büsche zu blühen. Naja, ich kenne euch doch, ihr Sackratten.
So, ich mach mal kurz hier die Dingelglocke kaputt. Naja, darf ich natürlich nicht, weil ich nicht anonym bin. Hallo. Ja, komm mal her. Ach, weißt du was, fick dich doch. Ja, Busch. Busch du mich auch, mein Freund. So, jetzt können wir die Glocke kaputt machen, oder? Jawoll. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ja, du mich auch. Kleiner Franzmann. Ne, ich heiß nicht Jean, tut mir leid. Musst du nochmal auf deinen Script gucken, irgendwie. Ich hab einen anderen Namen. Oh ja, Mann, ich hab ihn noch nicht gesehen, wirklich nicht. Ah, ich bin tot. So, das Glöckchen ist auch im Eimer. Oh fuck. Halt! Was heißt hier halt? Das, was ich gerade am dringendsten brauche. Ich glaube nicht, dass der noch flieht. Aber thank you for your concern. Meinst du, den Dings kriege ich? Ne, fick dich. So, ich hätte auf den Ast da oben klettern müssen. Ja, natürlich. Natürlich. Wie konnte ich nur das nicht sehen? So, gib mir her den komischen Plan. Hui. Ein neuer Schatz zum Ausbuddeln. Wo ich bestimmt mal aus Versehen drüber stolpern werde. Das hat nicht so ganz funktioniert. Warum auch? Ja. Kann ich denn hier auf den Baum rauf? Ui, krass. Das ist ja krass. Darf ich auch von hier aus? Oh, wow. Jetzt strapaziere ich mein Glück aber ziemlich. Was willst du? Oh nein, der macht gleich den Glockenmann. Aber er hat ja gar keine Glocke mehr. Ich habe ihn ja schon die Glocke entfernt. Ui, ich bin der Homing Missile. Ja, Pech gehabt. Hättest du nicht dein dämliches Gelaber gemacht, hätte ich dich nicht umbringen müssen. Stimmt, ich muss da rüber. Ja, scheiß jetzt mal drauf. Machen wir erstmal den Mist hier fertig. Hallo. Oh. Mhm, finde ich auch. Stimme ich dir voll zu. Der Spruch wird aber auch nicht lustiger, wenn er ihn 80 Mal wiederholt, oder? Dachte mir so, okay, vielleicht beim 100. Mal, vielleicht wird's dann lustig. Oh nein, dein Glöckchen ist kaputt, ist ja blöd. Irgendwie. Was für ein Glück, dass die alle so bescheuert sind. Hallo. Tja, blöd gelaufen, mein Freund. Okay, noch ein schönes Briefchen. Oh, ja, ja. Kann ich meine nicht vorhandene Lesekunst wieder unter Beweis stellen? Ich war mal gut im Lesen. Doch dann habe ich einen Pfeil durch den Knie bekommen. Durch den Knie. Er tötete mich. Großmeister, bedauerlicherweise habe ich keine Spur von der Vorläuferschatulle gefunden. Ich glaube jedoch, dass ich über etwas Größeres gestolpert bin. Eine große Maya-Stadt. Meiner bescheidenen Ansicht nach sollten wir umgehend mit den Ausgrabungen beginnen. Ich bitte um Erlaubnis, finanzielle Mittel und Arbeitskraft in größerem Mengen nach Mexiko zu leiten. Rafael Joaquin de Ferra, Chichen Itza, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. Kenne ich, aber keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das wäre auch mal ein Ort, den man besuchen könnte, ne? Aber fucking Mexiko. Fucking 3 Millionen Grad im Schatten. Fucking überhaupt das Geld dafür haben. Gib mir Geld. Ja, schrei du mal. So, erstmal mein Schlüsselchen hier reinstecken. Geil, Tabak und andere tolle Dinge. Ja, warte mal, ich hole mir erstmal die Truhe hier. Das erscheint mir nützlicher. So. Ich meine, eigentlich ist es auch ziemlich unnütz, weil so viel Geld wie ich habe. Wer mich interessiert an diese verfickte Truhe. Wo war denn das Ding jetzt? Achso, falscher Baum. Ja, bitte einmal darüber, mein Freund. Dankeschön. Und hui.
Wow, ein Fragment. Ich glaub's ja nicht. Wo ist das Wohlstandsgedöns? Das Wohlstandsgedöns ist da. Okay, okay, okay. Bäumchen zum Hochklettern? Fragezeichen. Kann ich von hier aus? Ja, sieht so aus. Hüpf. 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 Wow. Kannst du auch wieder in die andere Richtung springen? Dreh dich doch einfach mal um oder so. Ach komm, fick dich. Ja, leider. Hab Schmerzen. Gönn ich dir. So, wer ist da oben noch? Quatschbacke. Na, schon was gefangen. Nur deine Mutter. Deswegen riecht's hier so nach Fisch. Hihihi. Okay. Wenn du das sagst, dass das gerade passiert ist, dann ist das wohl gerade passiert. Dann tschüss. Und noch ein Lagerhäuschen. Wow. Aus der Zone entkommen, um anonym zu werden. Möchte ich vielleicht gar nicht. Interessiert mich vielleicht nicht hart genug. Lager ausgeplündert. Metal. Geil. Dann können wir uns jetzt vielleicht den... Dann können wir vielleicht jetzt den goldenen Rampsporn uns kaufen. Das wäre ja schick. Schickimicki. Da haben wir noch eine Truhe. Dann müssen wir zum Aussichtspunkt. Nur um festzustellen, dass da noch eine Truhe ist. Ja, ist es wieder auf so einem Hügel. Ach Mann. Hui. Warum solltest du dich da auch festhalten? Stell dir vor, er könnte seine Arme ausstrecken und sich festhalten. Oh Junge. Ach mein Gott. Ja, danke. Auf zum Aussichtspunkt. Da ist ja der Aussichtspunkt. Da ist der kleine süße Adler, der sich jetzt verpissen darf. Ist das ein Adler? Müsste eigentlich, ne? Eine Krähe ist es nicht. Vielleicht ist es ein Falke. Ne, Falken nicht. Die haben nicht so einen weißen Arsch. Ist, glaube ich, ein Adler. Woher soll ich das wissen? Bin ich Zoologe? Weiß ich überhaupt irgendwas? Das dumme Fragment. Ach, da drüben. Okay. Es ist immer schön, wie random der Fallschaden ist. Mal kriegst du Fallschaden, mal kriegst du keinen. Ich weiß nicht. Wie er gerade Bock drauf hat. Das ist genauso wie er aber Bock drauf hat, um hochzuklettern. Ich kannst du einfach mal. Oh mein Gott. Steuerung aus der Hölle. Hurra, Port. Oh, Baske ist damit auch durch. Ist dämliche Rotwild, muss ich ja nicht jagen. Das braucht kein Mensch mehr. So viel, wie wir davon schon abgeschlachtet haben. Oh. Schön, wenn man eine Migräne bekommt. Okay, ich spring einfach ins Wasser, bitte. Danke. Guck mal, hier haben sie deine Mutter rausgefischt. Über viele Zähne. Ihr habt ihn umgebracht. Dann müsst ihr auch sterben. Ich schon mal erwähnt, wie schön ich das finde, dass du kein Mimimi mehr hast, dass du Zivilisten umbringst. Das ist echt geil. Wir sind endlich in der Welt der Bösen angekommen. So, wieder an Bord und das nächste Örtchen heißt Burgeo. Oder Burgio, was weiß ich, wie man das denn ausspricht. ja, gucken, was es da so wunderschönes gibt und danach erwartet uns wieder ein Vor. Hey, das Lied kenne ich ja sogar. Ein Missionsgegenstand, oh ja. Ja, ich hoffe, diese kleine Gesangsanlage hat euch gefallen. Ich hoffe, Ubisoft strikt mich dafür nicht so nach den Niagara-Fällen. Wir werden sehen. Wollen wir mal sehen, was wir hier wieder Lustiges haben. Wir haben auf jeden Fall hier einen Assassinen-Dings rumharzen. Deswegen stehen die Chancen ja fast schon gut, dass wir erstens hier eine Templar-Karte haben. Und zweitens so eine komische Maya-Stelle. Ja, ich guck die Templar-Karten mir durch, wenn wir hier alles eingesammelt haben. Das ist mir irgendwie lieber. Ach, da oben ist ja wieder der Aussichtspunkt. Nee. Guck mal, die haben Darmbesuch oder sowas.
Ja, einfach Zivis mit den Tanzen. Ich krieg die Krätze. Ah nein, weil die jetzt wieder die Assassinen sind, sind die ja bestimmt irgendwo die Flüstermänner, ne? Die Flüster der Geflüsterten. Da stand zwar, glaube ich, Holzschnitzerei, aber ich habe original Jägerschnitzer gelesen. Oh Mann. Ja, Freunde, ich unterbreche eure Party ja nur zu gerne, aber ihr müsst leider alle mal sterben. Hallo. Ich schütze euch alle ab, weil ich das so lustig finde. Hurra, Geld bekommen. Ah, tschüss. Du hast mir den getanzt, du bist genauso schuldig. Anbohren. Aha, ihr werdet jetzt sterben. Hm, muss man wissen. Okay, super. Können wir uns doch gleich noch die dämliche Shanti hier holen. Oder vielleicht doch nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob uns das Glück hold ist. Ne, ist es nicht. Gut, dann... gute Steuerung, gutes Spiel, lalala. Oh mein Gott, Ubisoft geht doch bitte pleite. Ich hoffe, sie gehen an dem Star Wars Spiel pleite. Bitte, 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 bitte. Warum? Leck mich doch am Arsch. Ich fand das ja schon damals ultra lustig und ein bisschen übertrieben, als unser guter Dragonlord sich über Ezio aufgeregt hat. Warum, Ezio? Ey, dieses Spiel ist anders. So, weg mit dir. Einfach, weil ich es kann. Okay, jetzt haben wir den anderen Mist hier mal ein. Da ist eine Truhe. Ihr werdet es mir nicht glauben. Und hier ist auch noch ein Fragment. Wow. Nee, das wäre auch zu viel verlangt. Wenn du einfach ein verficktes Blatt auf einem Ast ignorieren könntest, um dort vorbeizusprengen. Das kann ich nicht von dir verlangen. Es tut mir leid, dass ich es versucht habe. Ich fahre zurück, um zu gucken, wo die Truhe hier ist. Aber ist, glaube ich, da unten. Ja. Naja, komm. Hui. Oh, das hat Schaden gemacht. Bup. 4 Verbesserungen. Wow. Unglaublich, aber wahr. Ich habe es zum Aussichtspunkt geschafft. Dann sollten wir ihn uns doch auch mal angucken. Wow. So eine geile Aussicht. Hier werde ich mein Haus errichten. Genau auf diesem Ast. Denn auf einmal ist das Minecraft. Ja. Mann, ich krieg die Krätze. Da ist noch ein Wikingerschwert. Ich hatte schon die Hoffnung, dass es so eine Maya-Statue wäre. Mal von da oben runterspringen. Hui. Ach, guck an. Auf einmal kann man auch davon sterben. Wow. Improvements, Baby. Hey, immerhin ist es jetzt wieder Tag. Das hat auch sein Gutes, ne? Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Schwert. Ein guter Fang. Naja. Naja, wie viel sind es denn jetzt? 21 von 100? Okay, sag's mir nicht. Dann halt nicht. Ist mir auch egal, weißt du? Interessiert mich gar nicht. Arschloch. So, da ist das Fragment. Müssen wir auf den dämlichen Aussichtsbums. Hey, mein Plan hat funktioniert. Ui. Klasse. Ja, dann habe ich, glaube ich, soweit alles eingesammelt. Dann fehlt nur noch der lustige Schatz. Hurra. Mann, wie schön, der Schatz liegt irgendwo direkt hinter uns. Ach, da ist er ja schon. Das ging schnell. Welch eine Freude. Oho, dreh, dreh. Und stell dir vor, der Designer hätte sich die 5 Sekunden Zeit genommen, tatsächlich eine Tür dorthin gemacht, wenn er da ein bisschen herumwedelt mit seiner Hand. Wow. Immersion. Immersion, Baby. Es geht mir ein bisschen auf den Piss, dass du mir ja nicht sagt, dass ich 100% habe. Aber ich glaube selbst daran, dass ich 100% habe und das ist alles, was zählt.
Gut, damit würde ich erstmal sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn wir höchstwahrscheinlich das lustige Vor hier einnehmen. Bis dahin, tschüss.